Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns dem One Gaming PC Allround AN01, Artikel Nummer 22868. Und zwar wurde mir dieser PC zugeschickt mit der Frage, ob der was taugt. Und ich dachte mir, ich mache mal ein Video darüber, denn ich möchte dieses System, wie es da steht, nicht stehen lassen. Fangen wir erstmal an mit dem Bild. Von hier vorne sieht man jetzt nicht allzu viel, aber hier sieht man einiges. Zum Glück steht aber hier unten, Abbildungen können von der gewählten Konfiguration abweichen. Ja... Können? Nein. Es weicht total ab. Hier drin sind viermal Corsa Vengeance RGB RAM-Speicher. Dann ist ein Silence RGB-Kühler da drin. Ja gut, dem traue ich jetzt nicht nach. Dafür haben wir jetzt ein Be Quiet. Hier unten ist eine Grafikkarte, die man nicht identifizieren kann. Hier ist unter anderem ein MSI Gaming Plus Mainboard drin. Ich glaube, es ist MSI, weil sonst kenne ich keine Gaming Plus. Ja, das Einzige, was an diesem Bild stimmt, ist quasi das Gehäuse. Gut, die Grafikkarte vielleicht auch, kann ich nicht beurteilen, weil es ist halt hier kaum was zu sehen, was das angeht. Also lasst euch von diesem Bild bitte nicht in die Irre leiten. Es ist wirklich totaler Fake. Man kann so sagen. Was die Konfiguration angeht, müssen wir jetzt hier auf die Konfiguration selber gehen, weil hierüber kann ich zwar einiges rauslesen, aber halt nicht alles, was ich brauche. Ich habe sie hier auch schon geladen. Das System kostet 1799,99 €, also 1800 €. Und wir starten als Gehäuse Sharkoon RGB Lit 100 mit Seitenfenster. Gut, das suchen wir jetzt mal raus bei Geizhals. Hier haben wir es auch schon, Sharkoon RGB Lit 100. Das passt soweit von der Größe her. Ihr habt genug Platz, um ein großes Mainboard einzubauen, was nicht hier drin ist, aber ihr habt den Platz. Ihr könnt eine große Grafikkarte reinbauen. Hier könnt ihr noch ein paar Festplatten anschrauben. Das ist schon in Ordnung. Es ist jetzt qualitativ vielleicht nicht das Beste, was ihr kriegen könnt auf dem Markt, aber ihr zahlt ja auch dementsprechend. Und ich denke, 50 € ist schon in Ordnung. In dem Fall 49,86 € bei Mindfactory. Das packen wir jetzt so in den Warenkorb. Das ist schon okay. Ein Lüfter ist wohl schon mit dabei. In der Front wohl auch. Also zwei Lüfter insgesamt. Oder dreimal 120 mm optional. Das heißt, ihr könnt vorne theoretisch eine Wasserkühlung einbauen, wenn ihr es denn wollt. Die Option ist auf jeden Fall da. Des Weiteren haben wir einen AMD Ryzen 5 3600. Gut, zu dem brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Der steckt in so ziemlich jedem System. Wichtig ist nur, diese 65 Watt, die hier angegeben sind, das ist die TDP von dem Prozessor. Der Lüfter hat 130 Watt TDP, das heißt, der reicht locker aus, je nachdem, in was für einer Umgebung der steht. Zockt ihr jetzt auf dem Dachboden und habt im Sommer 50 Grad da oben, ist das auch nicht so optimal. Aber dafür wird es jetzt auch erstmal reichen, das ist in Ordnung, dass sie auch nicht den Stockkühler genommen haben. Hier ist er auch schon als Tray-Variante, weil wie gesagt ein anderer Lüfter mit dabei ist. Kostet bei Mindfactory 168 €, reicht zum Zocken und Streamen aus. Wenn ihr über die Grafikkarte rendert, rendert über den Prozessor, wird es nicht mehr reichen. Kommt natürlich aufs Spiel an. So, Among Us und sowas oder Valorant wird wahrscheinlich noch gehen. Aber sobald ihr in Richtung AAA-Titel geht, die auch ein bisschen prozessorlastiger sind, da wird es mit dem Stream über den Prozessor schon ein bisschen eng. Da müsst ihr über die Grafikkarte rendern und dadurch habt ihr dann das Problem, dass das Bild vielleicht matschig wird. Aber den packen wir so in den Warenkorb. Prozessor Kühler, wie eben schon angesprochen, Be Quiet Purox Slim 2, 130 Watt TDP. Hier ist er auch schon, den gibt es auch noch in schwarz. Ich habe mir jetzt ein Silber rausgesucht, das Gops hier gesprungen. Kostet 21,08 € bei Mindfactory, packen wir auch so in den Warenkorb. Dann haben wir als Arbeitsspeicher 16 GB DDR4, 3200 MHz, also 2x8 Dual-Channel, Corsa Vengeance LPX Schwarz. Das sind quasi die Corsa Vengeance ohne RGB. Die sind in Ordnung, finde ich gut, was sie hier verbauen. Hier wisst ihr auch, was ihr bekommt. 16 GB passt hier auch, 3200 MHz ist auch genau das, was der Prozessor von AMD aus verträgt. Ihr könnt ihn auch mit 3600 betreiben wahrscheinlich, aber es ist halt das, was offiziell unterstützt wird. Und ich glaube nicht, dass One.de da ins Messer laufen will, wenn sie jetzt 3.6er verbauen und der läuft instabil, dass die da irgendwie Probleme kriegen. Kostet 79 € bei Mindfactory, packen wir auch so in den Warenkorb. Als Grafikkarte haben wir eine 8 GB DDR6 Nvidia GeForce RTX 3070 von Gigabyte Gaming OC, also die Overclock-Variante, 8 GB. Hier ist sie auch schon, ich habe genau die rausgesucht. Kostet 849,28 € bei Case King. Das nächste geht schon wieder bei eBay los. Nicht zu viel. Also die Grafikkartenpreise, die droppen auf jeden Fall. Die Grafikkarte ist natürlich auch gut dafür gedacht, einen AAA-Titel zu spielen. Überhaupt kein Problem. Wenn jetzt Full HD spielt, auf jeden Fall hohe oder Ultra-Auflösung. In WQHD geht es natürlich auch, aber da müsst ihr ein paar Abstriche machen, was die FPS angeht. Da gibt es ja auch noch die 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090. Ist ja ein Grund da, warum die auf dem Markt sind. Aber sie ist ein gutes Durchschnittsmodell, packen wir auch so in den Warenkorb. Ja, jetzt wird es natürlich wieder irgendwo blöd. Jetzt haben wir hier einen ASRock B450M Pro 4-F mit dem Schutzsatz B450 Micro ATX Mainboard. Ihr wisst immer wieder, ich sage, nehmt das Mainboard bitte als großes, nicht als Micro ATX, sondern als ATX, allein schon wegen der Erweiterungsmöglichkeiten. Denn hier sieht man es auch schon, viel Erweiterungsmöglichkeiten habt ihr nicht. Gut, die Spannungswandler sind mehr oder weniger gekühlt. Ja gut, ist mehr gut gemeint als wirklich gut umgesetzt. Gut, ihr habt 4 RAM-Speicherplätze. Ihr könnt hier noch über die Grafikkarte zum Beispiel eine WLAN-Karte anschließen. Hier unten kommt eine Capture-Card rein.
Und das war's dann auch. Je nachdem, was ihr benötigt natürlich. Ihr könnt auch andere Sachen erweitern, USB-Karte, ich sag's in jedem Video. Was die Anschlüsse jetzt angeht, seid ihr auch nicht so gut gewappnet. Ihr habt jetzt viermal USB 3.0, USB-C, VGA, DVI. Benutzt ihr sowieso nicht, HDMI auch nicht. Der Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit. Hier oben habt ihr noch zweimal USB 2.0, zweimal PS-2 Anschlüsse für Tastatur und Maus und dann nur Mikrofon, Kopfhörer und Line-In. Wer jetzt ein 7.1-System zu Hause stehen hat und vorhat, eventuell irgendwie Filme über sein Home-Theater darüber zu gucken, das wird dann schon eng mit den Anschlüssen. Normalerweise gehört da noch Toslink zu und die ganzen anderen Teile. Naja gut, und ein Netzwerkanschluss habt ihr auch, kein WLAN vorhanden, was auch nicht jeder braucht, klare Sache. Aber da könnt ihr dann natürlich hergehen und hier eine WLAN-Karte reinstecken, wenn ihr das unbedingt braucht. Oder ihr nehmt einen USB-Stick, wie ihr halt gerne möchtet. An und für sich ist es ein grundsolides Board, ja. Aber wenn ihr für die Zukunft erweitern wollt, vor allen Dingen wegen dem Chipsatz, wird schon ein bisschen eng. Packen wir für 67,50 € auch so in den Warenkorb. Dann haben wir eine M.2 SSD, 512 GB, M.2 PCI Express 4-fach, Samsung PM981A NVMe SSD. Das sind diese OEM SSDs. Ihr könnt von Samsung die ganz normalen für die Endkunden kaufen oder eben diese OEM-Dinger. Die ist ja auch schon für 64,50 € bei eBay. Ja, hat eine gute Leserate, 3,5 GB und schreiben 2,5 GB die Sekunde. Sprachen lernen, Bubble. Ist auf jeden Fall schneller als jetzt so eine Crucial P1. Ob ihr den Unterschied jetzt unbedingt merkt, wenn ihr zockt, glaube ich nicht. Wenn ihr jetzt eine Crucial P1 zum Beispiel hättet mit ihren 2000 MB zu 3500 MB, ich glaube, den Unterschied merkt ihr bei den Ladezeiten beim Game sowieso nicht mehr. Das ist nur für Leute interessant, die wirklich Daten ständig hin und her schieben, zwischen zwei SSDs, sage ich jetzt mal. Da macht es Sinn. Aber ist gut, dass sie drin ist, packen wir auch so in den Warenkorb. Als Netzteil haben wir ein 700 Watt Be Quiet System Power 89 plus Bronze. Ja, ich mag zwar Be Quiet, 700 Watt ist auch okay, allerdings ist das halt ein System Power Netzteil. Das hat in einem Gaming-PC, ja, wie soll ich sagen, nichts zu suchen, ist falsch. Ich sag jetzt mal, ich hätte mir lieber ein Pure Power gewünscht oder ein Straight Power. Die sind qualitativ nochmal besser, mehr Schutzleitungen und so weiter. Es gibt darüber ein Video von Be Quiet, könnt ihr euch gerne mal angucken. Vor allen Dingen 80 plus Bronze ist natürlich auch so eine Sache, was da die Wärmeverlustleistung und die Effizienz angeht, seid ihr natürlich ganz hinten angestellt. Aber ist egal, ich habe es rausgesucht. Kostet 63,56 € bei Mindfactory. Also ich will jetzt nichts Schlechtes über das Netzteil sagen, aber es geht halt besser. Und ich finde, in so einem System, was 1.800 € kostet, könnte man schon ein besseres einbauen. Aber wir reden jetzt nicht über ein 35 € China-Böller-Netzteil, wie zum Beispiel der andere Hersteller das gerne macht. Ist in Ordnung, packen wir so einen Warenkorb. Ja, das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber hier Betriebssystem Windows 10 Home 64-Bit, das ist genau hinter meinem Kamerabild. Das suche ich auch mal eben raus. Hier ist es auch schon für 26,94 € als Pro-Variante über MySoftware, packen wir so einen Warenkorb. Oder ihr kauft es einfach für 14 € bei meinem Partner CDK Deals, wie ihr wollt. Und dann wären wir auch schon am Ende. Hier haben wir die SSD, hier haben wir den Prozessor, hier haben wir den RAM, hier ist die Grafikkarte, hier ist das Mainboard, hier ist der Lüfter. Gott sei Dank haben sie nicht den Stocklüfter genommen. Der ginge zwar auch noch, aber der ist hier schon viel besser. Das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1.389,72 €. Das System soll kosten 1.799,99 €. So, zeige ich es euch jetzt nochmal. 1.389, 1.799. Ich lasse euch jetzt mit dem Preis einfach allein. Was haltet ihr davon? Ich werde dafür jetzt... Also, ich sage eine Meinung, ja. Lasst die Finger davon. Aber den Rest könnt ihr euch denken. Ich zeige euch jetzt aber, was ihr als Alternative bekommt. Wir sagen jetzt mal, ihr hättet diese 1.800 € wirklich auf der hohen Kante, ihr wollt dieses System kaufen und ich zeige euch jetzt die Alternative. Hier hätten wir schon mal die Kingston A2000, die ist natürlich ein bisschen langsamer, allerdings hat sie das Doppelte an Speicher. Packen wir einfach mal so rein. Dann haben wir keinen Ryzen 5 3600, wir haben auch keinen 5600X, wir haben einen 5800X, das was ihr preis-leistungstechnisch bei AMD gerade am besten bekommt. Der 5900 wäre schon wieder Quatsch, der 5950 sowieso. Preis-leistungstechnisch macht das überhaupt keinen Sinn, der 5800 ist genau richtig. Der wäre mit im Boot, worüber ihr auch rendern könnt, wenn ihr streamt. Dann braucht ihr die Grafikkarte nicht mehr zu belasten. Ich spiele ja selber damit. Dann haben wir jetzt denselben RAM genommen. Den könnt ihr nach Option noch auf 3600 hochrüsten. Dann kostet er einen 10er extra. Aber wir nehmen ihn einfach mal. Die genau dieselbe Grafikkarte. Dann haben wir ein MSI MPG B550 Gaming Plus. Also B550 Chipsatz, nicht B450. Erweiterungstechnisch viel besser dran. Gut, klar. 4 RAM-Plätze, wie bei dem anderen auch. Einen viel größeren Kühlkörper, eine schöne I/O-Blende hier. Hier drunter noch unter diesem Kühler für die SSD, da wird die natürlich eingebaut. Hier unten noch ein Slot für eine SSD.
dann kommt hier die Grafikkarte rein, dann kommt hier eine WLAN-Karte rein, dann kommt hier eine Capture-Karte rein, dann kommt hier eine USB-Karte rein. Also ihr könnt wirklich das richtig erweitern, ja. Was die Anschlüsse angeht, gut, da ist es jetzt ungefähr gleich bestückt. Ihr habt jetzt viermal USB 2.0, zweimal USB 3.0, einmal USB 3.1 oder 3.2. Ich blick da nicht mehr durch. USB-C, Netzwerkanschluss, Toslink, Mikrofon, Line-Out, Line-In, 7.1 Systemanschluss, DisplayPort HDMI, gut, benutzt ihr nicht, klar, aber es ist da. Nicht VGA und DVI, nein, DisplayPort und HDMI, falls ihr mal irgendwann auf den Gedanken kommt, Prozessor reinzubauen, der eine Grafikeinheit hat. Natürlich PS-2-Anschluss, hier vorne ein Flash-BIOS-Button, falls ihr mal wirklich das BIOS noch flashen müsstet, bevor ihr den Prozessor draufpackt, aber eigentlich Quatsch, braucht ihr nicht, die Boards können das mittlerweile auch so. Dazu noch eine dezente Beleuchtung und es ist einfach nur ein schöneres Board. Ich meine, guckt euch das an und guckt euch das an. Was hättet ihr lieber im System? Ein Loch unter der Grafikkarte oder lieber sowas Schönes, was auch noch dezent leuchtet? Ihr legt ja Wert drauf, deswegen sag ich's. Dann haben wir hier auch den PureRock 2 Black. Bei dem anderen hattet ihr nur den Slim. Dasselbe Gehäuse. Und ein Corsair RM Series 750 Watt, was ich schon persönlich besser finde als das 700 Watt von BigQuiet. Ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen stabiler. Das kostet jetzt zusammen 1658 Euro. Dann nehmt ihr diese Komponenten, die hier stehen, die meistens sowieso alle bei Mindfactory zur Verfügung stehen. Und dann bestellt ihr bei Mindfactory mit so einem simplen Häkchen hier einfach den Montage- und Funktionstest-Service dazu. Nutzen sie unser professionelles Know-how, wir liefern ihren Wunsch-PC komplett zusammengebaut und ausführlich getestet für 150 Euro. Dann seid ihr bei 1,8 plus minus 10 Euro. Dann habt ihr 1800 Euro ausgegeben, einen Ryzen 5800, dieselbe Grafikkarte, besseres Board. Muss ich doch nichts mehr zu sagen, oder? Klare Sache. Also, lasst die Finger von dem System. 1800 Euro ist viel zu viel. Wenn sie jetzt, sage ich mal, 1400 hingeschrieben hätten, überhaupt kein Problem, hätte ich gesagt, macht das ruhig, wechselt dies und das noch aus, aber hier ist so viel zu bearbeiten, dann nehmt lieber die Alternative, die ich euch gerade gezeigt habe, stellt die bei Mindfactory etwa nach, wenn ihr Hilfe braucht, fragt im Discord, ich helfe, die anderen helfen auch, überhaupt kein Problem. Und dann stellen wir euch gerne mal was zusammen bei Mindfactory und dann könnt ihr das da einfach bestellen. Ich bin nicht gepartnert, bevor jetzt wieder jemand sagt, nee, Mindfactory, nee, bin ich nicht. Ist nicht mein, ich habe gar keinen Partner, außer CDK-Deals aktuell. Also macht euch da keine Gedanken. Ich kriege da auch keinen Cent von ab, wenn ich euch da irgendwas zusammenstelle. Das mache ich einfach nur, damit euch dieser Schrott hier erspart bleibt. Weil hier in dem Bild haben sie euch ein schön großes Board reingeklatscht und so, dass alles super aussieht. Ja, das kriegt ihr so aber nicht. So ist es halt einfach. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Schaut gerne in unserem Discord vorbei. Fragt, wenn ihr Fragen habt. Wir haben verschiedene Channel. Fragen zu Fertig-PCs, normale Fragen über, was weiß ich, Programme und so weiter. Überhaupt kein Problem. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.